Ich traue mich einfach nicht, an der Strippe zu ziehen. Warum denn nicht, Udo? Weil ich Angst habe, dass dein Haar sonst an Volumen und Spannkraft verliert. Die zwei haben sich kein Stück verändert. Hey, hallo, Herr Kanamoku. Gucken Sie mal, ich kann jetzt endlich wenden. Erinnern Sie sich, ich war vor 6 Monaten bei Ihrem Surf-Schnupperkurs und gelte seitdem als vermisst, weil ich gerade erst gelernt hatte, gerade auszufahren, als plötzlich das Wetter umschlug. Ja, stimmt. Sundmann, richtig? Fast. Sandmann! Der Sandmann, genau! Mensch, das ist ja ein Ding. Wie hat der denn die ganze Zeit ohne Nahrung und Trinkwasser auf dem endlosen Meer überlebt? Ich wurde von einer Walkuh gesäugt. Völlig selbstlos, ganz ohne Gegenleistung. Ich glaub ihm kein Ohne Wort. Gegenleistung? Guck mir mal ganz tief in die Augen, Sandmann. Ohne Gegenleistung? Na, wirklich? Guck mal, der macht eine Fliege. Wollen Sie sich Ihrer Verantwortung entziehen? Was? Nein. Sie hätten uns ja mal zeigen können, wie man wieder absteigt. Dann wärst du heute nicht der, der du bist, Sandmann. Du bist mein bester Schüler. Drum vermache ich dir dieses weiße High-End-Geld. Oh, ein Wortspiel. Der furchtbare Sturm damals war von Meister Kahanamoku nur inszeniert, damit du der beste Surfer der Welt bist. Das ist ein wahres Genie. Ja, aber die ganze Todesangst und so. Und bei uns im Buch, als gibt's da nur einen Kiessee. Alles nur zu deinem Besten. Wirklich? Vielen Dank, Herr Kahanamoku. Du hast nicht die geringste Ahnung, wie sehr du mir schon wieder auf den Sack gehst. Nimm Platz, bevor ich mich vergesse. Das geht nicht. Ich hab gerade 24 Wochen am Stück gestanden. Ich kann meine Knie nicht mehr beugen. Versuch es doch einfach mal. Glaube an dich, Sandmann. Alles ist in dir. Sie haben aber auch eine Ausstrahlung. Ich weiß. Ui, ist euch auch so schwindelig? Du bist mir schon ein Filou. Sandmann, lieber Sandmann.